Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir nicht Star Stable, Leute, sondern gerade vorhin kam der Teaser-Trailer für Winter in Jorvik. Ich bin so unfassbar gespannt, Leute, was sein wird. Wir haben es noch nicht angeguckt. Das heißt, ich hätte gesagt, wir legen jetzt sofort los und gucken, was der Winter in Jorvik Neues bringt. Denn Leute, wenn SSO einen Teaser-Trailer rausbringt, bedeutet das, dass es andere Dinge geben wird, außer das Winterdorf. Wir finden's raus. Mein Gott, Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Okay, als allererstes muss ich definitiv das ein bisschen langsamer machen, Leute. Denn ich habe so viele Sachen gesehen und ich bin maximal verwirrt. Denn wir bekommen zwar keinen Schnee, Leute, aber es wird ein bisschen schneien in Jorvik. Und wenn wir atmen, habt ihr das gesehen? Wenn wir atmen, seht ihr den Schnee? Oh. Was? Oh mein Gott, aber er bleibt halt nicht liegen. Letztendlich aber wie in Deutschland, Leute. Bei uns bleibt der Schnee mittlerweile auch kaum noch liegen. Wegen dem Wetter. Und es schneit in Jorvik. Und wenn wir jetzt ein- und ausatmen, dann sieht man, dass es kalt draußen ist. Wartet, wo ist es denn? Ich bin, sorry Leute, ich bin ein bisschen hysterisch. Ich hab... Oh, Da ist die kleine Maus. Hat die hier auch Hörner? Ich sehe keine Hörner. Seht ihr Hörner? No. Leute, ich glaube, dass das die unverwandelte Form von Heidrun ist. Ich meine, vielleicht bin ich einfach nur blind, Leute. Ich habe immer noch nicht meine neuen Gläser für meine Brille abgeholt. Aber hat sie jetzt gerade kein Geweih mehr? Ich glaube schon, Leute. Ich glaube, das ist Heidruns nicht verwandelte Form. Oh mein Gott, Leute, dieses Pferd kommt übrigens nächsten Mittwoch auch mit dem Update, mit dem Winter-Update rein. Das heißt, falls ihr meinen Teaser-Trailer noch nicht gesehen habt, ich verlinke ihn euch mal im i. Guckt ihn euch auf jeden Fall an. Ist mega cool. Oh mein Gott, let's keep warm by coming together. Das ist so süß. Ich bin so gehypt. Und oh, hier haben wir wieder die Yule Goats. Und guckt, oh mein Gott. Leute, es ist alles dekoriert und es schneit. Das ist Wahnsinn, Leute. Falls ihr euch gerade fragt, das ist Moorland. Und man sieht ganz klar, dass hier einfach richtig, richtig Winter ist. Oh mein Gott, ich freue mich so auf Mittwoch, Leute. Ich werde natürlich ab 17 Uhr auf Twitch auch streamen unter twitch.tv/NickWall, Leute. Da werden wir natürlich dann gemeinsam Winter in Jorvik erleben. Also lasst gerne ein Follow da. Wir können Wölfe kuscheln. Leute von heute, und guckt mal hier. Da können wir lesen im Stall. Ist es eine Questreihe, Leute? Glaubt ihr, dass es eine Questreihe ist, dass wir im Stall irgendwie lesen können? Weil die kennen wir doch auch hier. Das war doch die ganz am Anfang von der Story, die ihre Schwester hier gesucht hat oder irgendwie sowas. Ich kann mich nicht mehr erinnern, Leute. Aber guckt mal, hier sind alle Bobcats. Und unser Charakter sitzt hier am Boden mit Büchern. Und ne, es sind gefühlt alle da. Das ist ein bisschen weird, oder? Ich bin mir nicht sicher, was es auf sich hat. Oh mein Gott, ich bin so gehypt. Und hier kuscheln wir halt einfach Wölfe. Wer ist das? Kennen wir sie schon? Das sieht aus, als wenn wir Sterne beobachten könnten oder so. Und Leute, da hinten, seht ihr das? Da ist Aurora Borealis. Oh mein Gott, es ist so wunderschön. Leute, schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es einfach nur gigantisch, was SSO hier
rausgebracht hat, das muss Monate gedauert haben, das vorzubereiten. Oh mein Gott, es ist so mega süß. Und hier sind kleine Häschen. Oha, ist es nicht die Wildtier-Lady? Ich glaube schon, oder? Und da haben wir Hasen zurückgebracht. Habt ihr das gesehen? Da haben wir Hasen zurückgebracht, die wahrscheinlich ausgebüxt sind oder so. Und natürlich, das Winterdorf ist auch wieder da. Und... Ach ja, aber ich befürchte, dass im Winter... Oh mein Gott, im Winterdorf nicht viel sich geändert hat. Aber Leute, ganz ehrlich, können wir uns in mehrere Tiere verwandeln? Denn hier standen ja immer die Rentiere. Und hier steht ein Hirsch und ein männliches Rentier und ein weibliches Rentier und ein Bär. Und hier sehen wir noch ein... Oh Gott, mir fällt gerade nur das englische Wort ein. A Moose. Ein... Oh, wie heißt denn der auf Deutsch? Ein Elch! Oh mein Gott, Leute, jetzt habe ich aber lang gebraucht. Es tut mir leid. Oha, das wäre so cool. Und hier sind ganz viele Geschenke. Können wir jetzt jeden Tag Geschenke in SSO aufmachen? Das ist wild. Leute, das ist wild, weil hier stehen Nummern. Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir jetzt jeden Tag in SSO ein Türchen öffnen können, indem dass wir ins Winterdorf kommen und auf das Geschenk draufklicken und wir dann instant das Geschenk bekommen. Das ist so eine wundervolle Idee. Oh mein Gott, ich flippe komplett aus. Das ist richtig, richtig toll, Leute. Als ob. Wir können jetzt dann Geschenke in SSO aufmachen. Vermutlich geht es wieder von 12 bis 31, Leute. Denn so ist es in Schweden. Aber wie cool ist das bitte? Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, Leute. Wie findet ihr das Update, was wir nächsten Mittwoch erhalten werden? Also, wir haben heute Freitag. Das kommt am Mittwoch, das Update. Das heißt, wir haben nicht mehr eine Woche Zeit, um uns letztendlich vorzubereiten auf das, was kommen wird. Ich kann es kaum erwarten, Leute. Natürlich mache ich eine Update-News und Videos und Streams und so weiter. Ich freue mich einfach so extrem. Und Leute... Es ist einfach nur gigantisch. Ich weiß nicht, wie es SSO gemacht hat, dass sie den kompletten, kompletten Fluss zugefroren haben, dass wir drauf reiten können. Das ist einfach nur wundervoll, Leute. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht angesprochen gehabt. Ich bin aber einfach zu hyped, Leute. Falls euch irgendwas aufgefallen ist, was mir nicht aufgefallen ist, schreibt es mir natürlich auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin schon so gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann hätte ich gesagt, war es das mit dieser Reaktion von mir, von Winter in Jorvik. Und ich kann gehypter nicht sein, Leute. Ich freue mich einfach so. Und die Arbeit, die SSO im Moment macht, ist wirklich gigantisch und... Ich hoffe, dass ihr das alle da draußen auch seht, wie sehr SSO hier für uns gemeinsam arbeitet. Es ist einfach nur toll, Leute. Dann hätte ich aber gesagt, was ist mit dieser Teaser-Reaktion? Ich bin hyped, ich bin hysterisch. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst uns jetzt gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!